Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, unser Steinbock ist jetzt soweit, dass wir sie abholen können. Unsere Janus heißt sie noch, wird auch erst einmal dabei bleiben. Aber wir schauen uns die gute Dame mal an. Ich habe Ronja erstmal in die Oase gestellt, die darf sich dort ein bisschen ausruhen. Jo. So, das ist unser Steinbock. Na, mag sich mal von der Seite zeigen? Nee? Na. Nee, wir sehen wirklich nicht. Das ist schade. Nee, nicht das zur Seite springen. Einfach mal rumdrehen. Nee, mag sie jetzt nicht. Ach Mensch, das ist ja ärgerlich. Ich hätte gern mal das Zeichen vernünftig gesehen. Ja, dann halt nicht. Dann schicken wir sie jetzt erst einmal auf die Weide, würde ich sagen. Und ja, wir können ja trotzdem noch weiter versuchen zu züchten. Vielleicht haben wir ja noch mal Glück. Und zwar... mit wem nehmen wir jetzt? Wir können ja wieder Kitty und... war er hier oben? War es Westfalen, ne? Ja. So, wäre es denn... es wäre ein Hengst, wenn es klappen würde. Mal sehen. Nee. Es wird wieder ein Westfale. Gut, die lassen wir jetzt. Dann kommt aber die gute Grace noch mit auf die Weide und trainiert. Und ja, wir schauen uns mal das Quiz an. Welche kleine Pferderasse kannst du auf dem französischen Markt im Spiel kaufen? Miron, Menorquina, Melissa. Das ist das Miron. Und wann wurden die Vorfahren der kanadischen Rassen nach Kanada importiert? 1700, 1500, 1600? Ich glaube 1600. Nochmal Mörnmuffins und... Promothea war das erste geklonte Pferd. Welcher Rasse gehörte sie an? Quarter, Villacher, Haflinger. Ich glaube, das waren Haflinger. Ja. Sehr schön. Dann sind wir hier in Montana eigentlich auch schon fertig. Dann geht's auf nach Frankreich. So, haben wir denn hier... Platz, ja. So, erstmal schnell die Weide freimachen. Na, gab jetzt nur Gras. Okay, Friese Stufe 1 verkaufen wir gleich. Achso, jetzt können wir mal schauen. Ja, da gehen wir ganz kurz hin. Wenn es denn fertig lädt. So, mal einladen. Ja, das dürfte ein Orlo-Traber sein, oder? Frisches Sportpferd, Knappstrupper, e.V. und noch mehr Traber. Na gut. Wir machen jetzt erstmal bei unserer Zucht weiter. Und zwar Friesen. Ach, warte mal, der ist Stufe 1, sagt nur, der ist zum... Ah, nee, Mario, genau, Mario und Sam. So. Und der Rest ist nur zum Trainieren. Dann können wir den gleich wieder losschicken. Nee, knapp drüber. Ärgerlich. So, dann schicken wir ihn los. Und dann, wenn wir schon in Frankreich sind, holen wir hier mal die Aufgaben ab. Starten sie auch mal neu. Na. So.
Und damit haben wir jetzt auch das Weihnachtspferd. Den schauen wir uns gleich mal an. Aber erstmal anfordern, wieder losschicken. Und dann dürfen wir ihn bestimmt gleich in den Stall stellen. Und dann können wir uns auch die neue Satteldecke ansehen. Ich glaube, auf dem Bild hatte sie sogar so auf. Dann können wir mal schauen, wie er mit und ohne aussieht. Na. Ja gut, das ist nochmal das Bild. So sieht er hier aus. So, wir haben einen leeren Stall. Und wir stellen ihn da rein. Ja, er behält erstmal seinen Namen auf jeden Fall. Ist natürlich blöd. Jetzt hat er dieses Ding davor. Ich habe auch in der Zwischenzeit ein bisschen weitergemacht, was die Deko angeht. Hier so ein bisschen Zaun gezogen, hier hinter noch nicht, aber ja, ich denke, das ist erstmal so okay. Keine Ahnung, ob das hier in den Ecken so bleibt mit den Büschen. Aber erstmal dachte ich, es ist ein bisschen ist ein bisschen was anderes als bei den anderen Ranches. So. Das ist der Gute. So in der Box. Und dann gucken wir nochmal zu ihm. Also gut, Werther hat ein bisschen Ausdauer, ein bisschen Geschwindigkeit, aber kann nicht springen. Sieht aber doch schon ganz schick aus. Dann gucken wir ihn uns mal von der Seite an und dann mal mit Decke. Glitzert so goldig. So, wo haben wir sie denn hier? Ich glaube, die kann er auch erstmal aufbehalten, ne? Ja, steht ihm auf jeden Fall. Sehr schön wäre. Wir könnten ihn natürlich auch erstmal auf die Weide schicken. Ein bisschen trainieren. Oder wir behalten ihn nochmal fürs Rennen. Wir können ihn ja gleich mal im Rennen ausprobieren, wenn wir mit den Zuchten durch sind. Wie viel hat er? 24. Damit kann man doch zumindest schon mal was anfangen. So, dann geht ja aber die Zucht weiter. Achso, erstmal noch die Minen. Entschuldigung, so. Ja, Kasper, das hat ja nicht geklappt. Wo wir wollten uns, die haben uns den Kleinen ja noch gar nicht angeguckt, ne? Die waren ja dann schon beide erwachsen. Dann stellen wir ihn mal hin. Und ich meine bei Kitty, die hatte doch einen Kasper. Ich glaube zwar nicht in Montana, aber wir gucken trotzdem mal von Montana aus durch. Ich hoffe, er steht noch draußen oder sie. Wird natürlich teurer, aber die Chancen sind auch größer. Hoffen wir mal. Nee, Edi. Oh, hier ist jetzt auch schon das Weihnachtspferd. Hier stand er auch nicht, offenbar. Nee. Ach so, Mist. Er ist auf der Weide. Das ist jetzt schade. Naja, gut. Ich hätte ja sonst doch schreiben dürfen. Ich habe gehofft einfach, dass er noch da steht, aber egal. Entweder versuchen wir es so oder wir können ja nochmal in den besten Listen gucken, ob da gerade ein Kasper zu sehen war.
Hengst oder Stute ist ja egal. Stufe 3 wäre gut, aber das sieht alles... Oh, ein Schütze. Oder wollen wir es mit dem Schützen versuchen? Und die haben wir da ja auch stehen, aber Fragezeichen ist natürlich, da kommen so viele in Frage. Das ist blöd. Hm. Hier haben wir Kasper Stufe 2. Rose. Hm. Ja, wir müssen es halt mit unseren Pferden probieren. Hier wird es nicht dabei sein, aber vielleicht. Nee. Waage. Jungfrau. Jungfrau. Oh, Jungfrau müssen wir noch gucken. Bei wem? Auch bitte nicht Fragezeichen. Doch, natürlich. Hm. Kein Glück. Nee, naja, gut. Dann versuchen wir es mit unseren. Tja, das war's wieder nicht. Gut, das dauert jetzt fast 24 Stunden. Das ist auch heftig. Wir gucken uns auf jeden Fall gleich noch den Kleinen an. Ich glaube, Lonzo hieß er. Und dann geht's auf nach Großbritannien. So. Er hat auf jeden Fall blaue Augen. Ja, das ist das Kasper-Fohlen. Zeigt sich doch mal. Der Schütze wollte schon, der Steinbock wollte schon nicht mehr. Jetzt komme ich hier durcheinander, Schütze und Steinbock, aber nee, will er nicht. Will er auch nicht. Naja, aber wir haben zumindest mal das Fohlen gesehen. Ist auf jeden Fall auch sehr putzig. So, und dann in Großbritannien. Ja, da könnten wir jetzt ja eigentlich, wenn wir unsere Jungfrau haben und die erwachsen ist, dann mit der Jungfrau auf Stufe 2 oder 3 weiter züchten. Erstmal brauchen wir Platz. Ich glaube, wir haben hier überhaupt keinen Platz mehr. Hm. Da müsste man eigentlich bei der Waage jemanden verkaufen. Ja, hm. Haben wir hier die Waage 1 noch? Ja. Gut, wir haben Stufe 3. Stute. Das heißt, wir müssten bei Stufe 1 auf jeden Fall den Hengst behalten. Der ist ja hier. Ist nicht hier. Ja, gut, oder auch nicht. Stufe 2 würden wir wahrscheinlich auch eher erstmal den Hengst behalten. Falls wir 2 und 3 behalten, das heißt, wir würden Dahlia verkaufen. So. Und da kann jetzt unsere Lady hin. Ja, misten wir gleich mal aus. Soll ja auch eine saubere Box haben. Und da kommt sie. Sieht schon niedlich aus. Ich bin echt mal gespannt, wenn die erwachsen ist. Mit dieser schönen langen Mähne. Das hat bestimmt was. Huch. Magst du dich wenigstens zeigen? Auch nicht so richtig, ne? Hm. Ach doch. Ah, jetzt. Die macht das wenigstens. Sehr, sehr schick. Ja, 4 Äpfelchen geben wir ihr noch. Und dann kommt auch die gute Dame auf die Weide erstmal.
sollten wir dann auf jeden Fall auch nochmal sauber machen. Ich glaube, das habe ich in Deutschland jetzt nicht gemacht, aber gibt auch Schlimmeres. Okay, hier gab es auf jeden Fall Diamanten. Gut, haben wir denn davon? Nee, haben wir nicht genug. Wenigstens etwas Geld zurück. So. Ja, die gute Dame braucht jetzt natürlich noch, bis sie erwachsen ist. Was machen wir dann so lange? Die Jane kommt auf die Weide. Quatsch, ehemals Jane, jetzt der Flora. Muss ich mich noch dran gewöhnen. Ja, Stufe 2 kommt auch auf die Weide. Hier sind die meisten unterwegs. Man könnte, aber eigentlich ist es doof, wenn wir mit der Jungfrau auf Stufe 2 züchten könnten und dann eine Zweier finden, also in dem Fall dann einen Hengst, dann wäre das auf jeden Fall sinnvoller, als wenn wir jetzt noch gucken, ob wir eine Stufe 3er finden. Und hier ist sowieso schon alles so voll. Ich glaube, dann lassen wir das hier mal aus mit der Zucht. Wir könnten, ja, Waage versuchen. Löwe. Ja, aber das macht keinen Sinn, denn es wäre so viel durcheinander und angefangen. Ich muss auch immer noch die Württemberger weiter züchten. Hier auch immerhin schon eine Stufe 2er fährt. Es ist zu viel durcheinander, würde ich dann sagen. Dann, ja, wo laufen wir denn mit unserem Weihnachtsfest? Ich möchte es auf jeden Fall sehen. Das heißt nicht das nordische Rennen. In Australien geht zwar die Ausdauer schnell runter, aber ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal. Wenn wir den Guten hier in der Liste finden. Da ist er. So. Mal schauen, wie weit wir kommen. Den Boost nehmen wir. Okay, Australien passt natürlich gar nicht zum Winter. Wir hätten auch Russland nehmen können, aber egal. Wird das schon schaffen. So. Jetzt haben wir fast 500 Meter. Und wir haben noch über die Hälfte. Ja gut, aber beim Booster ging ja auch keine Ausdauer verloren. Von daher sagt das jetzt noch nicht so viel aus. Aber es geht doch ganz schön runter. Die 800 Meter, vielleicht schaffen wir sogar die 900 noch. Ja. Okay, 1000 wird eventuell knapp jetzt. Aber auch die haben wir noch geschafft. Wahnsinn. Knapp über die 1000, aber immerhin. 1021 Meter. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Sogar ein bisschen besser als der Schütze Stufe 2 müsste das sogar sein, ne? Okay. Oh, hier hat jemand einen Lava-Einhorn komplett auf Diamant. Nicht schlecht. Ach ja, Fantasiepferde züchten, das kommt dann auch nochmal. Ich weiß gar nicht, da fehlen uns noch sehr viele, oder? Na, Glitzerfähigkeit haben wir auf Stufe 1 überhaupt nicht. Dafür Stufe 2. Das könnten wir eigentlich mal machen. Haben wir die beiden da?
Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Stufe 3 Pferd. Schicken wir Wizard los. Ach, geht gar nicht, ja. Zu wenig die Energie. 45 ist natürlich auch heftig. Wir können nur unsere Top-Pferde wegschicken. Oh je. Hier belgisches Warmblut. Schicken wir ihn mal so für 3 Tage. Und dann gucken wir mal auf die Fantasieinsel. Wenn wir da jetzt noch züchten können mit den Glitzerfeenpferden, dann machen wir das auf jeden Fall noch. Ja, das müssen sie sein. Gucken wir mal. Ja. Dann haben wir vielleicht... Das geht sogar. Ich habe das viel teurer in Erinnerung. 18% Chance nur, aber immerhin. Für Stufe 3 geht das ja. Ja, müssten wir mit den günstigeren Fantasiepferden anfangen, würde ich sagen. So, das hat jetzt zwar nicht geklappt, aber es war auch der erste Versuch. Das kann nicht immer klappen. So. Dann machen wir aber auf jeden Fall auch nochmal die Weide. Vielleicht haben wir ja Glück. Na gut. Nee, hatten wir kein Glück. Dann die Post. Ja, die Pferde wurden gestreichelt. 2300 Münzen als Stallbursche. Und das Dorf wurde besucht. Von unbekannt. Aber immerhin. Na gut. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich mache dann mit dem Event auf jeden Fall weiter und schaue, dass wir weiterhin Münzen sammeln und ja, mal sehen, wie das dann mit dem Aufnehmen jetzt demnächst klappt. Eventuell mache ich nochmal 1, 2 Zuchtversuche so. Aber das Ergebnis, wenn es klappt, werdet ihr auf jeden Fall ja sehen. Also, bis dann. Tschüss.